Was bescheinigt. So, in den Kisten hier ist jetzt aber auch nicht so viel drin. Ist ganz selten mal, dass da irgendwie Kleinkram rauskommt oder so. So, das war die Höhle. Na, manchmal sind da halt Tränke drin. Noch schön, ne? So am Gürtel halt, wie den, der Saft auch am Leuchten ist und so. Das passiert auch mit den anderen Tränken. So, bin ich hier? Was will ich hier? Und wer ist eigentlich Paul? Hier suchen irgendwo Fliegen. Das hier verwest irgendwo irgendwas. Ein Blümchen. Hier kann ich noch ein paar Wasser zerstören. Da haben wir ein deftiges Gebräu. Das können wir uns auch nochmal durchlesen und können wir auch gleich verwenden. Wenn ich nicht immer die falsche Taste drücken würde. Eine trinkbare Mixtur, die für einen sofortigen Anstieg der Lebenskraft sorgt, sodass sich die Gesundheit des Nutzers gleich verbessert. Die Flüssigkeit hat einen roten Farbstich. Okay, nutzen wir erstmal. Halt uns nicht mal voll, aber halt uns auf jeden Fall etwas. So. Der Hebel erstmal ziehen und dann ist die Tür auf. Und damit kommen wir quasi da raus, wo wir gewesen sind. Das Tor geöffnet, damit dann später auch unser Ziegenpferde-Reb-Ding dann mitkommen kann, wenn wir da durchgehen. Da ist er. Mit dem können wir übrigens auch hier knuddeln. Gut, knuddeln würde bei mir anders aussehen. Ist auf jeden Fall voll süß. Wir könnten auch auf ihn reiten. Achso, kann sie nicht aufsetzen. Verfüttere einige Luma-Bären, um ihn zu besenken. Okay. Sonst können wir halt noch Inventarmanagement betreiben. Das bedeutet, den Eingegenstand, den ich dann manchmal zusätzlich mit mir rumführen könnte, könnte ich dann zum Beispiel in sein Inventar legen. Wenn ich das wollen würde. Aber machen wir halt derzeit nicht. So. Und wir gehen jetzt hier die Schräge hoch. Und dann gehen wir erstmal weiter. In der Hoffnung, überhaupt irgendwo anzukommen, wo wir hinwollen. Das kann ja nur gut werden. Und da haben wir eins dieser Baumwesen, von dem wir bislang nur eine Leiche gesehen haben. Hallo? Hallo du? Hallo? Ich bin's. Wir können natürlich mal folgenden Saft verwenden. Er ist ja wahrscheinlich auch noch empfindlich drauf. Aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Und wir kriegen Armschiene aus Rinde. Unseren ersten Equipment-Gegenstand. Ich weiß gar nicht, wurde der jetzt hier direkt angelegt? Ja. Zwei Rüstungsteile aus Holz zum Schutz der Arme. Diese improvisierten Rüstungsteile können aus den Leichen von ausgehöhlten Holzmännern gefertigt werden. Kaum empfindungsfähige Wesen, die die Gebiete um Paulus heimsuchen. Weiß Bescheid. Was steht hier? Gemahne dich und achte fortwährend auf deine Schritte, sonst wird deine Pilgerreise ein jähes Ende nehmen. Ja. Das sagt uns, hey, wenn du hier runterfällst, bist du tot, weil es gibt Fallschaden. Hey. Ja. Ist so. So, und hier kommen wir noch in einen ganz anderen Bereich. Auch hier liegt einer von den toten Holzmännern. So, und hier muss ich echt so ein bisschen aufpassen, denn hier wird schon so ein bisschen gefährlich. Überall lauert hier der Tod. Da unten drin wartet hier aus wieder so eine Knolle, wenn ich das hier richtig sehe. Da im Boden. Jo. Okay, Knolle haben wir irgendwie gekriegt. Was hat denn der für einen Schrei gehabt? Das klang hier wieder wie so der typische William-Schrei. Hieß er William-Schrei? Ihr wisst, was ich meine. Ah, ihr seht, ne? Schleichen bringt halt auch so ein bisschen was. Wird man vielleicht nicht sofort gesehen. Und ja, unser Tier läuft einfach durch. Warum auch nicht? Hast du toll gemacht, ne? Hast du fein gemacht, hast du das? Ja, ganz toll. So. Muss ich gucken, dass ich hier vernünftig irgendwie an den Holzmännern hier vorbeikomme. Je lebendiger, umso besser. Unser Tier mischt sich ja auch nicht in irgendwelchen Kämpfen hier ein.
Wir gucken mal, dass wir dich hier erstmal kriegen. Weg, 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 weg. So. Wir können auch mal so ein bisschen auf den Schaden halt achten, den wir derzeit machen. Und den, den wir dann machen, wenn wir halt unser erstes Level up hatten. So, jetzt haben wir ein eisiges Gebräu. Dieses eisige Gebräu ist halt auch sehr eisig. Eine trinkbare Mixtur, die den Schweiß des Nutzers schnell in kleine Eiskristalle verwandelt und somit Feuerschaden Einhalt gebietet. Die Flüssigkeit hat einen blauen Farbstich. Okay. So, hier haben wir, glaube ich, irgendwelche Beeren, die wir unserem Tier geben können. Was? Einige Lomabeeren eingesammelt. Yay. So. Gucken wir mal, dass wir dich hier an Land kriegen. Also, besser gesagt, hier ran statt an Land. So, zweimal auf das Schild gehauen, dann ist das Holzschild auch weg. So. Die sind zum Glück halt so ein bisschen träge, aber im derzeitigen Level-Status, im Equipment-Zustand, hauen die uns wirklich mit einem Schlag um. Das ist ein bisschen hart, finde ich. Es gibt ja auch manchmal Pilze, weil die meisten davon sind, glaube ich, giftig, so wie ich das bisher mitgekriegt habe. Das war zum Glück mal einer, der uns geheilt hat. Gibt's auch nicht oft. So. Und ja, manchmal sind diese Baumwesen irgendwie so verzweifelt, dass sie ihren Kopf auch gegen Bäume hämmern. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum. Aber wir werden das schon noch herausfinden, was es mit diesen Wesen überhaupt auf sich hat. Warum die so agieren, wie sie es tun. So. Ups. So, noch ein paar Lomabären. Und dann noch so ein Baumopfer. Voodoo Baumopfer. Oh Mist, der hält noch einen Schlag aus. Jetzt aber nicht mehr. Okay, und wir kriegen ein Antlitz aus Rinde. Jetzt haben wir eine schöne Maske. Eine aus Holz gefertigte Maske. Dieses improvisierte Rüstungsteil kann aus den Leichen von ausgehöhlten Holzmännern gefertigt werden. Kaum empfindungsfähige Wesen, die die Gebiete um Paulus heimsuchen. Weiß Bescheid. So. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt gleich hier erstmal rein. Haben wir hier einmal ein paar Lomabären und hier ist irgendwas zum Zuhören. Eine Echo-Erinnerung. Da gucken wir doch mal. Das ist nämlich hier. Joran Echo 1. Joran, der wandernde Barde. Ich habe keine Zweifel, dass etwas Unsagbares in Bewegung gesetzt wurde. Ich kann es spüren. Während sich unsere verräterischen Herrscher mit ihren eigenen Unternehmungen belustigen und Chaos anrichten, offenbart sich ein viel ernsthafterer Komplott. Die Gerüchte eines Dorfes in der hintersten Ecke des Reiches bereiten mir große Sorge. Ich weiß, dass es dringlicher denn je ist. Ich muss sie finden. Denn nur sie kann dem blutenden Herzen des Königs Linderung verschaffen. Okay. Ja, dann finde sie mal. Ein Bade, so. Und hier sind wir im Arbor-Sanktum. So. Dann gucken wir erstmal. Hier können wir erstmal dran drehen. Und damit haben wir hier eine Kiste geräumt. So. Gucke ich, ob ich das jetzt hier auf Anhieb finde, wofür jetzt das Ding hier eigentlich gut war. Ich glaube aber ja. Ich glaube, das war jetzt hierfür, ne? Ja, manche Holzwände können wir halt auch zerschlagen. Sofern ich nicht dann irgendwie in die Wand schlage. Ist manchmal so ein bisschen so friemelig, da halt mehr dann das Holz zu treffen, als dann die Wand. So. Sagen, ich habe die Tür aufgemacht und bin da aber noch. Nein, ich bin runtergefallen. Shit.
Tschüss. Das war jetzt tatsächlich nicht ganz so gewollt. Denn da unten erwarten mich so ein paar viele von diesen Rindentypen. Aber ich wollte da zumindest mal etwas rein, das dort ist. Ob man das hilft, ist so eine andere Geschichte. Aber ich wollte da zumindest ran und das holen. Also gehen wir da normal hin. Aber dann diesmal, dass die Kamera vielleicht ein bisschen besser irgendwie agiert. Nicht gleich runterschmeißen und so. Da. Da ist nämlich eine Kiste. Und in der Kiste haben wir die Klinge von Zar. Ja, dann, ne? Tauschen wir das gleich mal aus. War doch besser, ne? Guck mal, macht jetzt 10 mehr Schaden. Das ist gar nicht mehr so wenig. Verbraucht auch ein bisschen mehr Ausdauer. So, wir können aber dieses Schmuckschwert aufbewahren mit Dreieck-Taste. Da haben wir nämlich jetzt wiederum... ich drücke schon wieder falsche Taste. Dann gehen wir weg. So, jetzt haben wir einmal da in diesen mittleren Dingen den Gegenstand, den wir aufbewahren und quasi mit uns führen. Und die Klinge von Zar. Ein geschwungenes Schwert mit Blumenverzierungen auf der Klinge. Ursprünglich wurde es von grimmigen Kriegern einer fremdländischen Armee geführt. So, so. Weiß Bescheid. Wir machen mehr Schaden. Mehr Schaden ist gar nicht mal so verkehrt. Sieht auch schön aus, ne? So eine blaue Klinge. Testen wir gleich mal an den Waldtypi hier aus. Hallo, du da. Ja. Oh, jetzt haben wir schon mit nur einem Schlag da die Dingens weg. Ein bisschen mehr Ausdauer, wenn nicht verkehrt. Aber wir machen schon deutlich mehr Schaden, finde ich. Nein, nein, nein. Oh, wow, wow. Das war schlecht. So. Aber wir brauchen halt auch mehr Ausdauer jetzt. So, hier kriegen wir noch ein eisiges Gebräu. Und wie man das jetzt schon so sehen kann, sind jetzt unsere Tränke voll. Das heißt, wenn wir jetzt einen Trank aufsammeln können, können wir den nicht aufsammeln, weil wir sind voll. Ja. So, hier haben wir nochmal so einen Muschelapparat. Eine weitere Echo-Erinnerung. Da oben. Eitan Echo 1. Eitan Weizenhändler. In der letzten Nacht hat uns einer meiner Freunde panisch aufgeweckt. Lieber Himmel, der hat wirklich ein paar aberwitzige Behauptungen von sich gegeben, sagte, er sei irgendwelchen abstoßenden, menschenähnlichen Wesen begegnet, die den Hain durchquerten, als er bei unseren Lagerwache stand. Angeblich wären sie beinahe zu uns gekommen. Unsinn, sage ich. In der Nacht spielt dein Verstand verrückt, wenn du zu lange in die Finsternis gestarrt hast. Tja, passiert. So, hier haben wir noch so einen von denen. Diese menschlichen Kreaturen. Oh Gott. So, wir können auch so ein mildes Gebräu nehmen. Das uns theoretisch auch heilt. Das haben wir zwar jetzt noch nicht gelesen, aber ich brauche erstmal die Heilung. Die ist immer wichtiger. Wow, 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 wow. Also man merkt da schon, dass dieses Schwert wesentlich mehr Ausdauer verbraucht. Und ich dadurch halt viel weniger zuhören kann. So, und der hier hat zum ersten Mal die Pfeile, von denen wir schon gelesen haben. So, da drüben sind noch ein paar Lummerbären. Nehmen wir mal ganz kurz mit. Wir gehen auch gleich wieder zurück in das Sanktum, das wir da gerade gefunden haben. Aber zuerst haue ich hier noch so den einen oder anderen um. Vielleicht kriegen wir noch ein Level up. So. Die ganzen Gegner lassen sich auch eigentlich relativ einfach staggern, zumindest diese Holzwesen. Aber wir wollen ja unseren Glück nicht provozieren. Schulterplatte aus Rinde aufheben. Wir haben bald hier das ganze Holzset hier zusammen. Die Schulterplatte aus Rinde. Ein einzelner Schulterschutz aus Holz. Dieses improvisierte Rüstungsteil kann aus den Leichen von ausgehöhlten Holzmännern gefertigt werden. Kaum empfindungsfähige Wesen, die Gebiete von Paulus heimzukommen. So. Und wenn ich mich nicht irre, kommen wir jetzt, wenn wir jetzt hier lang gehen, wieder dahin.
wo auch das Tor war, das wir aufgemacht haben. Jo. Okay.